Hey, 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 Kids! Kennt ihr das auch? Auf dem Schulhof sind alle im U-Boot-Rausch. Die coolen Kids erforschen sich gegenseitig an ihrer Luke 2 und du hast nur das alte, rostig-braune Kanonenrohr von deinem Onkel Bart? Dann kommt jetzt die Lösung. Onkel Kreis, nautisches, franko-kanadisches U-Boot-Abenteuerpaket. Jaha, du hast richtig gehört. Onkel Kreis, nautisches, franko-kanadisches U-Boot-Abenteuerpaket. Werde zum echten Salzwasserkuppi und stich ins Rote Meer mit einem echten falschen Bart aus edlen Pflaumstoffen der Hochseegiraffen von Galapagos. Einer coolen kleinen Korallenpfeife mit kinderfreundlichem Seesternstaub zum Rauchen. Du willst die ultimative Unterwassererfahrung? Das geht nur mit dem patentierten Onkel-Kreis-Druckausgleich-Rektalzäpfchen mit Apfelgeschmack. Erlebe authentisch die Taucherkrankheit in deinem Kinderzimmer. Onkel Kreis, nautisches franko-kanadisches U-Boot-Abenteuerpaket. Rektalzäpfchen mit Apfelgeschmack kann zu Bildung von Schwimmhäuten, trüben Milchaugen, vorübergehendem Verlust in der Schließmuskelkontrolle und gelegentlichen kreisrunden Haarausfall führen. Okay, gilt das jetzt als vulgäre Sprache am Anfang des Videos? Okay. Ja, hast du gut gemacht. Gut gemacht, Spaßäffchen. Geil, ja, gut. Ja. Ach, ja. Alter, so. Was geht denn hier? Was ist das für eine kranke Karte? Wir sind unter Wasser, Alter. Bioshock 2.0, Leviathan. Ja, wir konnten leider den anfangen, aber vielleicht, da steht der Pack-a-Punch. Das heißt, ja, wir kommen da ja noch hin. Wir kommen da noch hin und Alter, du kannst hier einfach so raus. Wir wurden nämlich einfach rausgesaugt. Was ist das denn hier? Alter, wie krank? Keine Ahnung. Stand aber wir sind wirklich hier unter Wasser. Hier drüben schwimmt ein Hai. 50 mit Harpune, 5 Patreons. Was? Geht dir ab? Ist schon klar, dass die jetzt von hinten angeschwommen kommen, ne? Und die sind total träge und langsam. Ja, und boah, wir haben einen Taucheranzug und ey, das ist so eine heftige Karte. Ja, aber mit Milchauge darfst du nicht ins Sommerlager, ne? Du hast gesagt, nee, Milchaugenkinder können nicht so gut an der Nähmaschine. Ach so. Oh Mann, ey. Hey, da bin ich. Hey, zack. Schluck das. So, sollen wir raus? Das ist doppelter Schlong. So, maximale Munition, da kenne ich nichts. Muni, Muni. Guck mal, ich gönn. Alter, gönn. Die war teuer. Das war eine heftig teure. Ja, 750. Nee, das war ein doch, Fehler. Mir wurde 1750 wurde mir abgezogen. Was ist das denn hier? Ich überlege, ob ich hier so eine kleine Wand habe. Boah, die Karte wird, glaube ich, sehr grob. Die wird grob, ja, aber geil. Weil hier gibt es ja irgendwie, sagen viele, es wäre so ein richtiges Stray-Arc-Ding. So ein neues DLC oder was? Ja, viele sagen, das ist ja eigentlich schon eher ein neues DLC. Ey, wo bleibt denn hier die Rasselbande? Hier sind richtig viele, hier wird da schon richtig reingerusselt. Crowed. Russell Crow. Film machen und Musik und kämpfen bis zum Ziel. Mit Russell Crow. Plopp. Jawoll. Achtung, hier ist. Achtung, hier ist der Nuka. Ja, Easter Egg, ich habe keine Ahnung, wie es geht. Ich ja auch nicht, aber wir müssen uns erstmal hier. Man muss ja erstmal schnuppern. Man muss ein bisschen Alter schnuppern. Jetzt habe ich aber. Alter, hier, Le Jacques Cousteau. Oh, Le Jacques Cousteau, Alter, Le wie Übel. Geil, oder? Le Cook? Le Cook in meine Übel? Wow! Was ist denn hier bin los? Draußen. Wow! Oh, wir sind im Blubberwassertal. Alter, wie cool ist das mittlerweile? Ich ziehe meinen Hut, ne? Also, Wahnsinn, was die ganzen Modder hier auf die Beine stellen. Das ist so krasser heftig. Scheiß, das ist echt übel. Das ist echt übel. Das musst du dir mal überlegen, wie viel Arbeit das ist, ne? Wie viel ja, ist Pat Wahnsinn. Oh, ich bin tot. Ja, ist Wahnsinn, wie viel Bodenbaby da in dem Spiel drin ist. Oh, hier ist nicht gut, die kommen wirklich aus dem Boden raus, ne? Der war irgendwie unsichtbar, da liegt ein Insta-Kill. Ja, ich weiß. Ich hol dich gleich. Ja, ist easy, noch ist hier nichts aber los. Aber ich muss erstmal ein bisschen an meiner Korallenpfeife ziehen. Hier ist doch gar nichts los. Ja, aber meine Korallenpfeife. Ja, Puff. So, hier, Mr. Puff. Ja, nicht so erschießen, weil du machst kein Geld. Ja, ist ja egal, ich will aber leben. Ja, ich krieg dich schon hin, Buhr. Was kostet das hier? Mal ein Profi hier rumfummeln. Ah, dann wieder 5,30 Mark oder was? Ja, 5,30 Mark, mein letztes Geld stecke ich in alles rein. Was kostet die hier? 1000, ich kaufe 1000, die. Oh, ich bin der große Gönner. Oh, ey, Gönner, die teuren Türen kaufen. Aber hier gibt es anscheinend noch irgendwelche Jump Pads, ne, die man später usen kann. Ja. Alter, die Karte ist riesig. Wie halten die das Wasser fern? Boah, wo bin ich denn nun? Warum bist du nicht hier mit reingekommen? Keine Ahnung, ich bin mal hier hin. Oh, ich habe was gefunden. Ich habe auch irgendwas gefunden. Boah, man braucht irgendeinen Kristall. Den müssen wir dann zermalen und der Korallenpfeife rauchen. So geht das Easter Egg. Der Korallenkristall. Okay, ich habe auch irgendein Teil gefunden, aber. Der Kreis, der zieht immer sehr kräftig an seiner kleinen Korallenpfeife. Ja, muss man. Du kommst ja heutzutage nicht mehr über die Runden. Ey, bei mir ist ein Zombie hier.
Dann geht's richtig Babo. Bist du in Corallatown oder? Ich bin unten hier in Corallatown. Corallatown, da wohnen nicht die ganzen Korallas? Korallabären. Korallabären, ja. Oh, was sind hier irgendwelche komischen Konsolen und Tachus? Touch my Fu. Guck mal, ich bin hier. Hier ist Quarantäne-Arena. Ja, hier bin ich doch auch. Naja, klar. Jetzt, war ich die ganze Zeit. Ja, war ich die ganze Zeit. Ey, wir brauchen Strom. Kriegt man hier Strom an? Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich müssen wir uns bis zum Ende der Map erstmal kaufen oder so. Ja, es wird aber hier ganz schön teuer, ne? Die Musik der Nautilus bläst mir ins Ohr irgendwie. Aber ich finde ja Unterwasser-Settings eh mal geil. Das ist voll mein Ding. Bioshock, Subnautica. Settings ja, aber Level in zum Beispiel Jump. Ja, Wasserlevel ist was anderes als Unterwasser-Setting. Wie hat der denn gerade geredet? Ey, ich bin auch dabei. Ich bin der Guido. Ich muss hier mal ein paar Nieten verdobeln. Alter, hier, zack, zack, zack. So eine kleine Knatterbeere. Was kostet hier die Tür? Boah, was ist das hier für ein Ding? Die kostet 1000 Mark. Wir halten hier das Wasser draußen. Ja, ich weiß, das frage ich mich auch. Wie funktioniert diese Technologie hier? Auf dem Korallenschiff. Oh, da hinten wurde irgendwas gedroppt. Gedroppt? Instabil. Oh, natürlich. Ah. Erster Zombie gemessert direkt. Okay, ich mach hier auf. Nächste Tür. Geschnuckt. Oh, Alter, wie riesig ist das? Alter, die Karte ist ja sowas von pervers, Leute. Das ist doch nicht normal. Guck dir das mal an. Das geht doch gar nicht. Ey, das ist doch. What? Das ist doch irgendwie, ne? Würde Oleg sagen. Das ist zu krass. Das soll auch irgendwie den krassesten Endgegner geben, den du jemals. Ja, das habe ich jetzt schon gesehen hast. Nee, ich glaube, das wird wirklich richtig. Weiß nicht, ob ich das noch glauben kann. Oh, guck mal, hier irgendwas. Kleiner Taucherbär habe ich hier angefasst. Hier ist aber kein Strom, hä? Ich dachte, hier wäre Strom. Hier fehlt ein Teil. Hier fehlt irgendwas, oder? Also Strom mit Dial, oder was? Wealth, wir brauchen noch irgendwie. Ja, hier ist so eine Tür, ne? Habe ich aufgekauft. I'm running low of ammo. Alter, ammo. Ich bin schon wieder out of the water. Hier noch irgendwas Cooles? Da ist noch eine Knarre notfalls. Ey, das ist so hefto. Apropos Hefto, was kostet die Knarre hier? Ey, was? Oh. Guck mal, hier draußen ist noch voll die riesige Korallenarena. Und hier drüben geht's wieder weiter. Für ein Taui-Schmaui. Nicht für ein Taui-Schmaui. Du hast ein Taui-Schmaui, geh doch mal hier drüben hin. Nee, geh mal da drüben hin, weißt du, was hier gerade los ist? Hier ist die große Party des neuen Jahrhunderts. Ja, hier ist nichts. Gehst einfach raus. Wir bauen Strom. Jetzt hat er sich wieder irgendeine Waffe gegönnt. Ja, muss ich ja. Guck mal, ich mach das hier alles mit den Handkanten der Gerechtigkeit. Ja, du hast Munition, nennt man das. Was? Warum sollte ich mir denn keine neue Waffe kaufen? Ja, ins Auge spucken. Du musst sie einfach nur anspucken. So, guck's dir an. Jetzt habe ich mal endlich was. So, wo geht's hier so, raus? So, Knattermund. Hier. Alter, ey, das ist doch nicht normal. Aber die Zombies haben auch Taucher-Settings, ne? Die haben da. Hier ist auch ein Ventil, wo man braucht. Im Diver Club. Oh, Kiste. Echt jetzt? Alter, was macht ihr denn für Geräusche? Toll, krieg ich einen Raketenwerfer, richtig. Oh, nice. Was für eine coole Kiste. Oh, was ist das? Was jetzt? Ich wurde runtergedrückt. Ich bin instant tot. Alter, hier sind merkwürdige Tiere, die mir hinterher krabbeln. Korallenbabys. Little Coral Baby. Oh nein, wenn ich sterbe, habe ich keine Waffe. No. Mach sie schnell tot. Alter. Der hat eben gerade einen Jump gegen den Hai gemacht. Hast du gerade gesehen? Das ist ein Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel. Okay. Alles gut, alles gut. Boah, Munition, geil. Ich muss einmal tun. Oh, ich habe noch ein Teil gefunden. Dickes Rohr. Alter, wir können, glaube ich, schon bald ein Schild bauen. Mr. Dickrohrmund. Mr. Dickrohr. Ich habe eine China Lake bekommen. China Lake. Was? Was? Dekompression. Hey, ich höre irgendwie so ein Plätschern. Was hast du gemacht? Hat ein Loch in die empfindliche Schutzhülle. Es kann durchaus sein. Mach mal da oben auf. Mach mal da rein. Labor wird geflutet. Mach mal da raus. Mach hier. Mach doch mal auf. Hier ein Taui. Du hast Geld. Was ist hier los? Ich habe, glaube ich, aus Versehen die Scheibe kaputt geschossen. Alter, wirklich jetzt? Du hast die Scheibe zerstört. Jetzt ist hier alles geflutet. Alter, hier ist alles geflutet. Oh, was ist das hier? Ein Acid-Labor hier drüben. Es ist so dunkel hier. Das ist voll trüb. Das Wasser hier ist trüb. Hier hat doch wieder einer Milchaugen. Kreis ist wieder mit seinem Milchauge unterwegs. Alter, was für eine mega heftige Ultra-Porno. Oh nein!
Ich werde eingegangen, ich bin down. Stirb doch nicht immer! Ach ja, ich sehe hier nichts. Ich bin blind. Milchmann. Hier drüben liege ich im Dreck. Alter, hier kommen so viele Zombies, ne? Ohne Kack jetzt mal. Wir müssen hier sofort weg. Ja, ja, ich renn. Oh, yo. Ist jetzt alles geflutet oder nur die Seite? What? Ich geh schon wieder down. Was? Keine ist Chance. Denn, Alter? Die kamen von allen Seiten. Das gibt's doch nicht. Ich. Keine Ahnung. Kannst du nicht gerade die Sehenswürdigkeiten angucken? Nein, die Munition. Oh, ich hab keine Munition. Ist mir egal, ich beleb dich lieber wieder. Weißt du, ob die da jetzt im Weg liegt oder nicht? Ich will hier raus. Ich muss hier raus. Geht's hier nirgendwo weiter? Ist hier nichts mehr zum Finden? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich gehe mir jetzt erstmal eine gescheite Waffe holen. Wir brauchen unbedingt Strom. Der muss ja auch hier irgendwo sein, aber unter Wasser? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Du hast es geflutet, Alter. Ich guck mal, ob hier drüben auch alles geflutet ist. Nee, hier ist noch trocken, du. Auf dem Trockenen. Boah, ey, da drüben. Nee, das ist so trüb. Ich habe nichts gesehen. Ich habe hier nochmal eine Tür aufgeschoppt. Ja, wow, was ist das denn hier für ein Raum? Oh, ich habe hier eine trockene Tür geschoppt. Ich bleib mal hier. Hier kann man wenigstens gut kiten und überleben. Ich muss mal erstmal Geld verdienen. Hä, warum fliegen hier Stückchen aus der Wand? Wahrscheinlich fliegen die von hier rüber. Oh nein, nice, doppelte Punkt. Das ist schon mal sehr gut. Okay, kacke, Alter. Ich bin hier irgendwo... Alter, die Karte ist so krass. Die überfordert mich auch heftig gerade. Schreiner! Hey, hier gibt's noch so viele Türen zum Aufshoppen. Ich erforsche jetzt erstmal die eine da hinten. Wo ist Kreis hin? Der ist weg, ne? Ich bin hier im Sommercamp, ja, schön. Ich bin durch das Unterwasserlabor durch. Hier ist auch noch eine Tür, mach mal auf. Jetzt bin ich wieder unter Wasser. Alter, okay. Alter, was ist das denn hier? Hey, kann man das irgendwie öffnen? Hier ist voll die riesige Tür. What? Hier sind... Was? Ey, wo bin ich? Ich hab keine Ahnung, Mann. Alter, wie cool. Ey, das ist so eine kranke Karte. Alter, das ist wirklich krank. Kann man hier die Aquarien aufschießen? Okay, hier ist irgendwie die Sommerluke. Okay, jetzt bin ich hier wieder draußen. Ey, ich kaufe immer noch Türen, ne? Bin immer noch dabei, Türen zu kaufen. Ich hab hier schon jetzt durchgeschaut. Alter, jetzt bin ich in irgendeiner riesigen Glas... Kuppel. Hier ist auch noch eine große. Hä, bist du hier auch? Hier ist so eine Glaskuppel. What? Jetzt bin ich in der Cafeteria oder sowas? Warst schon in der Cafeteria? Warte, ja, hier komm, ich komm. Hier ist der Nogger. Der Schnoggernogger. Hier ist der Schnugi. Schnugi, richtig geil. Was steht hier? Da steht Nate. Nate. Grenade? Soll ich eine Granate dagegen werfen? Mach mal. Und jetzt? Keine Ahnung, ist vielleicht doch einfach nur ein Name. Alter, hier geht's auch nochmal rein. Hier ist Strom irgendwie, Vorsicht. Wir brauchen unbedingt so ein Ventil. Oh, da war gerade halt auch weiter. Hier liegt irgendwo ein Teil. Da liegt ein Teil. Okay, jetzt haben wir. Was ist das hier? Keine Ahnung. Neptuns Stab. Neptuns Stab, ne? Neptuns Stab, ich hab. Triton. Triton. Aber wir brauchen Strom. Wir wollen erstmal Strom. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir Strom irgendwie hinkriegen. Meinst du nicht, dass da in der Glaskuppel oder so... Boah, Alter, das gibt's nicht. Ist das der... Aber ich glaube, wir haben alles aufgekauft. Nee, ich glaube, da gibt's immer noch Abzweigung. Guck mal, hier stehen auch Sachen. Cafeteria, Rezeption. Biodome. Da kannst du dich beschweren gehen. Vielleicht im Labor. Vielleicht wirklich irgendwie im Labor. Weiß nicht. Das wurde geflutet. Vielleicht da nochmal hin? Ey, das ist... Das ist ja Wahnsinn, die Karte. Ich will gar nicht wissen, wie lange der daran geschuftet hat. Oh, lange. Wir haben ja den Raum gesehen, wo Strom war, aber wir haben nicht den Hebel, der fehlt uns. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht macht man hier Strom irgendwie anders. Hast du noch einen Zombie? Nee, ich habe keinen Zombie. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass man den Strom unbedingt... Oh, hier ist immer noch eine Tür, sage ich doch. Hier gibt's noch mehr. Wo geht's hier lang? Level? Der Quallendom? Der Quallendom? Hä, hier geht's auch nochmal weiter. Ich kaufe immer noch Sachen auf. Was war das? Keine Ahnung, ich habe gegen so eine splitternde Scheibe geschossen wieder. Ich habe ein Geräusch gehört, so ein... Hä,
Hä? Ist hier so nah oder was open? Hier ist ein Automat noch. Okay, hier kann man nur ein bisschen Barriere reparieren. Also die Karte ist ultra. Die Karte ist wirklich ultra. Nicht sterben. Er will mich aber sterben sehen. Alter, ich bin hier, glaube ich, im... Ist das der Kommandoraum? Keine Ahnung, ich habe hier einen Tisch gefunden. Zusätzliche Teile erforderlich. Okay, hier kann ich schon mal nichts machen. Na, uns fehlt auch von jedem jetzt noch eins. Uns fehlt noch eins vom Schild. Und uns fehlt noch eins vom Stab. Keep closed. Hier ist ein Hebel. Aber hier sind die Sicherungen rausgekracht. Warte mal, hier ist, hier sind Kabel, aber die haben nichts zu bedeuten, oder? Eins. Nee. Ich weiß es echt nicht. Hier liegen so viele Kabel und Kram und du weißt, Alter. Also überall gibt's Ventile, also Anschlussmöglichkeiten. Wir brauchen irgendwie ein Ventil. Ja, irgendwas machen, um ein Ventil zu kriegen. Aber wo? Das ist halt die große Frage. Das ist die große Frage. Oder es kommt durch irgendeine Welle. Ich bin jetzt gerade im Labor und hier sollte man auf keinen Fall sich aufhalten. Alter, hier ist ein Raum. Dafür brauchen wir Strom, damit die Tür aufgeht. Auch hier wieder Ventil benötigt. Okay, hier unten ist ein Raum. Der geht nur auf, wenn wir Strom anhaben. Alter, ist das so krass. Ich bin wirklich begeistert. Ja, echt. Ich bin hart begeistert. Ist jetzt nur die Frage. Ich weiß nicht mal, wie ich hier wegkomme. Ich würde gern irgendwo anders hin. Aber ich habe noch keine Ahnung, wie. Kauf mal die Tür noch auf hier. Wo komme ich dann hin? Schon wieder eine Tür gefunden, die man noch kauft. Hier ist noch was. Wie jetzt? Hier ist noch was. Guck mal, ich sehe dich nicht mal mehr. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Hier ist noch ein Bereich auf der Karte. Warte mal, ist das das geflutete Labor? Nee. Das ist trocken, du. Alter! Okay, das ist dieser... Ich bin hier irgendwie... Warst du schon mal in diesem Dschungeltempel? Nee, wie jetzt Dschungeltempel? Ja, hier ist irgendwie ein Dschungeltempel unter einer riesigen Glaskuppel. Hier kommt... Also hier muss es doch irgendwo Strom geben. So, jetzt bin ich wieder in dem Raum. Wo war Strom? Hier hast du doch irgendwas gesehen. Ich bin jetzt in diesem großen Hangar. Ha. Huh. Alter, hier unten im Tempel, Junge. Alter, hier soll ja auch irgendwie da noch Cthulhu und so geben. Hier ist irgendwie ein Ritualtisch oder sowas. Hier soll irgendwo noch Cthulhu abgehen. Kauf mir hier noch einen Raum auf. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal Geld verdienen. Meinst du nicht, wir sollten eine Runde machen? Ja, aber... Ne, ich hätte gern voll irgendwie... Oh, warte mal, hier waren wir auch schon? Was ist das für eine Tür hier? Ja klar, das ist doch... Gibt's ja nicht. Biodome. Ja, ein Biodome. Hier verläufst du dich, Junge. Hier verläufst du dich. Du bist auf jeden Fall schon mal in die Richtung, wo ich gerade gewesen bin. Ja, aber ich hab... Ich meine, hast du nicht gesagt, hier wäre irgendwas zum Strom anmachen gewesen? Nein, wie Strom anmachen? Keine Ahnung, hier ist wieder... Wir brauchen ein Ventil. Wo kriegen wir das Ventil her? Bestimmt hier irgendwo im trüben Labor. Okay. Alter, what? Was denn? Was war denn das? Was ist passiert? Holy shit, ich habe eben gerade durch eine Luke geguckt und da kam voll der Jumpscare. Aber so ein verstörender... Was war das? Alter, komm Onkel mal hierher. Butt. Ich hab Onkel Butt gesehen in Luke 2. Hier, ich hab hier reingeguckt. Hier stand Help. Hier hab ich reingeguckt. Kommt da bei dir auch was? Keine Ahnung. Ja. Was war das? Was? Achtung, weiß Zombie. Elon Musk oder so. Was war das? Ja, sonst bleiben wir nochmal hier jetzt eine Runde oder was? Wir brauchen Strom. Wir brauchen Strom. Das Ding sieht aus, als würde es Strom von sich geben, aber vielleicht das da braucht das erst Druck. Ja. Wir brauchen halt, glaube ich, erst hier ein Wealth. Ja, aber... Und dann haben wir vielleicht hier irgendwie Saft auf der Orgel. Ja, aber wo kriegt man ein Ventil her? Ja, ich weiß es nicht. Das ist halt die Frage, ne? Vielleicht droppen die das. Ab irgendeiner Runde. Ich bin jetzt mal getötet. Lass mal einfach eine Runde hier überleben. Hier sind auch so viele Kabel und so. Ding, ding, ding. Ja, aber... Das ist alles sehr verwirrend.
Es ist wirklich sehr verwirrend. Guck mal, hier sind auch Farben. Haben die vielleicht irgendwas zu bedeuten? Vielleicht hier, weil hier vier Monitore sind. Vielleicht brauchst du da irgendwie die vier Farben der vier Monitore. Die vier Farben des Neptuns, ja, ja. Ja, die vier Farben des dreizackigen Neptuns. Und wir können ja den Stab auch schon basteln hier vom alten Neppi. Echt? Haben wir alle? Nee, uns fehlt da noch eins. Ein Teil fehlt uns. Ah ja, stimmt. Der Stick fehlt. Warum? Der Dick fehlt, ja. Der dicken Sticken. Ich weiß nicht, ob wir beide hier in dem großen Raum sein sollten. Sonst laufen die wieder quer und in alle Richtungen. Keine Ahnung, also wir brauchen unbedingt ein Ventil. So. Kreis ist eigentlich unser Experte für Zombie-Karten. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich doch. Ich mach hier denn nur das Äffchen. Ich mach nur das Äffchen? Nee, so leicht. So leicht kommst du da nicht davon. Okay, wollen wir jetzt rounden oder? Wollen wir jetzt. Ja, weiß ich nicht. Gleich vielleicht nochmal am Ende der Runde halt gucken, ob es vielleicht irgendwas Neues, Spaßiges gibt. Vielleicht kommt es auch irgendwie erst ab Runde 12 oder so ein Scheiß. Hat ja, aber was ist, wenn nicht? Weil es eine andere Karte war. Ja, aber es heißt ja nicht, dass es hier jetzt auch nicht sein kann. Dass es undenkbar unmöglich ist. Keine Ahnung. So, der lebt noch hier, der Buble. Ich geh mal in die Truhe. Ich glaube, ich gönn mir erstmal irgendwas aus der Truhe. Weil ohne Nogger und so wird es halt wieder kritisch. Ja, ich weiß. Dann Teile suchen. Wir müssen Teile suchen. Bringt ja alles nichts. Vielleicht da in dem Biodome, wo du warst. Das Biodome im Biodrome. Geil. Ey, wir waren wie oft in der Truhe? Drei, viermal? Dreimal oder so. Also ich war einmal dran. Ich war zweimal dran. Na gut, dann waren wir dreimal. Ich habe eine China Lake bekommen und dann eine Spectre. Das Problem ist, die Karte ist halt so groß, man verläuft sich halt auch hart. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo das Startgebiet ist. Wenn wir die eins, zweimal gespielt haben, dann... Ich gehe jetzt hier gerade durchs Trübe, weil vielleicht irgendwo im Trüben. Ja, ich denke auch, dass man irgendwie... Sonst wäre es hier nicht umsonst so trüb. Hier hinten steht SOS. Soos? Soos. Kann man hier hoch? Ja. Jetzt bin ich aber wieder hier. Wie, jetzt müssen wir auch noch irgendwo nach oben? Ich will nicht irgendwo nach oben gehen. Geh doch mal in dieses Biodome, da war ich noch nie. Hier ist noch eine Tür. Ich habe noch eine Tür gefunden. Ach, das ist die Stromtür. Müsst du erst den Strom einschalten. Warte mal, hier ist ein Pfeil. Pfeile führen doch eigentlich immer zum Strom. Oh, oh, oh. Hast du einen Zombie getötet? Nee, noch nicht. Er wollte mich, aber... Okay, geht wieder, geht wieder. Druck ist wieder ausgeglichen. Das gibt's doch nicht. Guter alter Helmdruck. Hier ist irgendwie Nova-Saft. Gibt's hier denn gar keinen Hinweis so an der Wand? Weißt du, so ein... Ich dachte, man folgt vielleicht dem roten Kabel, aber leider ist hier kein rotes Kabel. Also es hört einfach auf. Guck mal, wir waren auch nicht so viel in diesem U-Boot-Hangar. Vielleicht da irgendwas. Boah, Alter, die Karte ist so groß. Ja, muss man ein bisschen Detektiv spielen. Was steht da? Wealth. Siehst du, wir brauchen mehr Wealth. Ja, wir brauchen einen Wealth. Irgendwie muss man einen Wealth kommen. Mindestens eins. Ich habe jetzt schon drei Stellen gefunden, wo eins angebracht Vielleicht werden muss kann. Man einen Wealth finden, um Strom zu finden. Was ist das hier, Alter? Die Unterwasserhöhle? Ja, was? Hier geht's auch mal weiter? Ich konnte noch mal was kaufen. Unglaublich. Alter. Der Cthulhu-Tempel. Jetzt bin ich auch hier. Bist du auch gerade hier? Nee, ich bin nicht im Cthulhu-Tempel, da war ich vorhin. Ich meine, im Cthulhu-Tempel könntest du vielleicht... Alter, what? Ja? Da geht's nochmal unten rein? Ja. Ey, Lecco Mio. Da geht's nochmal unten rein, richtig tief. Das ist einfach zu heftig. Das überfordert mich. Das hier ist, liegen so Sauerstoffbehälter, guck mal, hier ist so eine... Das ist einfach viel zu krank. Rotes Kabel ist doch wieder hier. Aber ich glaube, das rote Kabel hat keine Bedeutung. Das rote Kabel führt zu der Tür, wo steht, du brauchst zuerst den Strom. Ja, also es muss irgendwo. Und Strom geben. An so gut wie jedem normalen Generator, also alles, was aussieht wie ein Generator, diese großen Kisten halt. Jetzt bin ich wieder hier.
Oi, 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 oi. Okay, warte mal, was ist das? Soll ich das abschießen? Hier hängt eine Mine. Puh, keine Ahnung, schieß dagegen. Oh. Alter, was? Dekompression, aber ich bin tot. Hier ist aber nur ein Zombie. Kommst du hier rüber? Du bist ja, da vorne irgendwo. Ich bin auf dem Weg. Flutest du jetzt da auch irgendwas, oder wie? Irgendwas ist da jetzt geflutet, wegen der Mine, glaube ich. Okay, ey, das wird uns sowas von weghauen. Auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Ja, da oben ist jetzt was kaputt, oder? Ist jetzt der Durchgang. Der Gang ist jetzt geflutet. Hier ist auch noch eine Tür. Mach ich mal auf. Hä? Okay, wieder ganz neues Gebiet. Geil. Wie, jetzt nochmal ein neues Gebiet? Ah, nee, okay. Ich wollte schon sagen, ey. Warte mal, ich bin jetzt hier bei dem U-Boot. Hat hier nicht alles irgendwie angefangen? Hier drüben beim Schwitzraum. Hey, hier geht's auch nochmal durch. What? Hier öffnet sich irgendwie so eine Tür. Was? Was? Jetzt bin ich wieder hier, hä? Okay, das ist alles ein wenig. Ein wenig zu viel. Ein wenig zu viel. Alter, die ist riesengroß. Die ist riesengroß. Oh, warte mal, da ist noch eine Mine. Warte mal. Ich versuche mich gerade zu orientieren. Okay, Minen abschießen oder was? Anscheinend schon, ey. Oh, ist der Zombie jetzt gestorben oder was? Oh Gott, hier füllt sich alles. Hier füllt sich alles. Aber dafür geht da oben jetzt ein Tor auf. Warte mal, ich gehe mal hier rein. Komm in eine Etage höher. Moment, Moment. Keine Ahnung. Weil da ist jetzt irgendwie ein Tor aufgegangen. Warte mal, ich versuche mich hier gerade zu orientieren. Hier irgendwie lang? Okay, Moment, hier... Ja, stimmt, auf einmal ist da oben auch was. Hier schon? Hier ist auch eine Tür. Ich hab'n Strom! Wow! Ich hab'n Strom! Ja, wo hast du ihn gefunden? Hier drü... Also, das kann ich nie wieder erklären. Hier irgendwie. Ja, wie bist du da hochgekommen? Ah, hier. An der Seite. Alter, was für eine Karte. Was für eine Karte. Es ist heftig. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt ein bisschen was Dote. Und nee, gönnen uns Noscher. Ja, ja, aber wo ist der Noscher? Wo ist der Noscher? Ja, wo ist der Noscher? In der Cafeteria. Echt? Weiß doch jeder, ja. Weiß doch jeder. Und wie kommt man in die Cafeteria? Hast du irgendwie eine Wegbeschreibung? Ja, es gibt wirklich eine Wegbeschreibung. Ich werde das nie wieder finden, den Strom. Also wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, mach mal in der nächsten Runde wieder Strom an. Dr. Mint? Ja, irgendwo gehen die Treppen hoch. Jetzt ging das ein bisschen, jetzt hat er irgendwas gesagt. Guck da nochmal rein ins Loch. Nee, bei mir hat er auch irgendwas gesagt. Ich guck nicht wieder ins Loch. Ja, guck mal ins Loch rein, das verändert sich. Dr. Mint so, war da eben gerade. Hey, da hinten ist ein Ventil. Ah, was, da kommt, hä? Das ist ein Teddybär und ein Ventil. Kommt man da irgendwie ran? Alter, Dr. Miff, habe ich direkt ins Auge geguckt. Alter, bist du gerade in die Cafeteria? Nee, jetzt bin ich hier im Voodoo-Tempel. Ja, Moment, Cafeteria ist doch irgendwo hier lang. Irgendwo war doch die Spaghetteria. Ich hab mich verlaufen. Hä? Spaghetteria hier drin. Hä? Irgendwo ist doch ein Schild. This way. Irgendwo ist ein Schild, ja. Lass mal Geld verdienen. Machen wir die tot. Ich hab Geld. Ich würde gerne Nogger kaufen. Kriegen wir dann hin gemeinsam. Oh, jetzt kann ich mir keinen Nogger kaufen, weil ich jetzt hier irgendwo unter Wasser rumlatsche. Du gehst zum Labor, da würde ich nicht hingehen. Geh da lieber weg. Was soll ich machen? Das Labor ist gefährlich. Sehr gefährlich. Dr. No-No. Okay, ich glaube, ich bleib hier in dem Raum. Da geht's auch nochmal nach oben. Wie kriegen wir jetzt eigentlich einen Pack-a-Punch? Hier ist nochmal so ein Wealth required. Boah, Alter. Man. Da sind überall Kameras. Ja, irgendwas wird's mit dem Tempel zu tun haben. Ich denke, wir werden am Ende, Cthulhu oder so beschwören. Cthulhu. Cthulhus. Cthulhus. Boah, ich brauch ganz dringend einen Nogger.
Was war denn das für ein Geräusch? Was hast du wieder getrieben? Er treibt doch irgendwelche Sachen. Gar nichts. Hör ich doch. Irgendwas machst du doch da unten. Jetzt habe ich gerade so ein MG gefunden hier halt. Ich werde die Cafeteria niemals wiederfinden. Ja, hier doch. Hier ist auch nochmal ein Stromhebel irgendwie. No time for aim. Oh, zum Glück kann ich mir hier immer wieder Munition zwackeln. Jetzt an der Stelle. Was hast du denn jetzt schon wieder? Ey, guck mal, ich höre immer noch irgendwelche... Nee, die Runde ist vorbei oder so. Nein! Was weiß ich, was hier passiert? Ja, ich irgendwelche nichts. Dr. Seuss. Ich laufe nur im Kreis und schieße. Ich höre immer nur Dr. Seuss, Dr. Seuss. Okay, hier ist Jump Pad. Oh, Dr. Seuss. Dr. Seuss, Dr. Seuss. So. Einen habe ich jetzt hier den nicht am Leben lassen. Jetzt gehe ich auf die große Reise des Noga. Ah, oh, Noga. Okay, jetzt bin ich wieder im Tempel. Da will ich nicht hin. Ja, ich brauche erstmal... Eigentlich bräuchte man hier so eine Karte. Jetzt ja, ich... Ah, oben. Hier oben steht doch... Ah. Nee, hast du okay, gefunden? Ich habe eine Cafeteria gefunden, ja. Da muss irgendwo der Noga sein. Wo ja, ist er denn? Hier. Bleib mal da in der Nähe, dann kann ich dich vielleicht irgendwie finden. Alter, hier ist irgend so ein Boot, das blinkt. Morsezeichen. Ah, Juggernog. Warte mal, hier ist ja... Ich brauche auch diesen Juggi. Ja, und jetzt müssen wir aber Teile suchen noch. Warte mal. Was ist das für ein roter Knopf? Kann man den für drücken? Die Quest brauchen wir einen Wealth. Ich habe einen Knopf gedrückt. Geil. Da ist ein Mann. If you come to liberate me. Was? Oh, das ist ein Alter, das ist ein Rentner in der Röhre. Oh Gott. I was placed in the stasis. Was hat er gesagt? Schrimps? I will answer all of your questions, but only if you follow my instructions. Was? Hörst du den? Ja. Connect the control panels to the corresponding locations around the base. Unfortunately, I do not know the order, so it is entirely up to you. Maybe there is a way to hack the system. Alter, was? Wir müssen Control Panels wie... Moment, die haben den Synchronsprecher und alles da noch irgendwie engagiert. What? What? Wo ist die Cafeteria? Bin ich in der Nähe von der Cafeteria? Jetzt bin ich ja wieder in dem Raum. Siehst mich doch. Siehst mich doch. Ah, okay, Moment. Moment, ich muss das mal... Also, Gott. Wir müssen irgendwelche Control Panels aktivieren in der richtigen Order. Jetzt bin ich wieder im Tempel. Geht's da irgendwo beim Tempel an der Seite rum? Und jetzt geh ich mal hier raus. Eine Mikrowelle oder was ist das? Eine Mikrowelle? Ja, ja. Alter, das ist so... Ja, das ist der richtige Weg. Cafeteria, genau. Und da kann ich mir jetzt den Juggernaut holen. So, und jetzt müssen wir gucken. Er hat gesagt, irgendwelche Panels around the map in der richtigen Order. Ja, toll. Panels ordern. Dr. Seuss, Dr. Seuss. Wo kriege ich dieses Ventil her? Das weiß ich nicht. Hier liegen... Okay, hast du eigentlich überhaupt eine gescheite Waffe? Ich habe immer noch die AK-47U und ich habe einen Crossbow. Die habe ich auch. Alter, das ist echt sehr, sehr sick. Sehr, sehr sick. Hier sieht, das sieht aus wie ein Control Panel, das auch, aber es ist alles nicht richtig. Warte mal, hier ist was? Ja. Excavator Control Panel not activated, hä? Huh? Was? Excavator? Excavator. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas in diesem Raum. Da kann man irgendwas paneln. Was ist hier? Moment, jetzt bin ich hier wieder... Was kann man denn hier machen? Hä, hier musst du irgendeinen Bohrer aktivieren oder... What? Ich glaube, du kannst dann später die Orte auch anreisen. Ja, dass du sagen kannst, ich jump jetzt hier hin. Das sind irgendwelche Taucherflaschen, Handtuchhalter. Weißt du, wo die Kiste ist? Nee. Ich habe die vorhin einmal gesehen, aber ich habe absolut wieder vergessen, wo sie ist. Ich habe keine Ahnung, wo die Kiste ist. Ah, hier. Höh, hier geht's auch nochmal irgendwo oben weiter, weil hier sind Türen. Aber wie kommt man da hin? Beim U-Boot. Oh, ich hab ne Wavegun. Eine Wavegun? Gun Dual Wield. Ja, die irgendwie... Boah, aus Alter, welchem Teil war die nochmal? Ich hab ne Ventilatorenfalle. Oh, Moment mal, leuchtet das Ding und läuft? Yo! Ich jump hier gerade durch die Gegend. Die Jump Pads, ja. Die sind an.
Ja, Gilli Vanilli. Okay, hier ist, bin ich wieder im Stromraum. Das hier ist der Stromraum. Zusätzliche Teile erforderlich. Also es gibt hier immer noch nicht genug Teile für uns irgendwie. Die Frage ist halt nur, wo findet man die Teile, ne? Oh, ich bin wieder im Startgebiet. Da war ich jetzt eben auch. Das ist ja jetzt nichts Besonderes. F zum Reparieren der Barriere. What? Anscheinend kann man im Startgebiet da kann man wohl so eine Art Transportmittel holen. Wie geil. Es quietscht, wenn ich hier auf diesem Ding lande. Aber wie geht das? Da brauchst du die Knöpfe, die, aber wir haben noch keine Panels aktiviert, deswegen bringt das gerade nichts. Okay, wie aktivieren wir Le Panels? Le Panels, er hat irgendwas gesagt, around the map, you have to look. Naja, hier, drei Stück gibt's hier. Ja, sag ich ja. Und er weiß doch nicht die right order. Ey, in der Dusche muss also ein Teil sein. Also müssen wir jetzt selbst die right order finden. Wir müssen halt wahrscheinlich so ein Ventil finden. Cafeteria. Hier ist nix. Hier liegt nichts rum. Ich meine, das Easter Egg muss ja wirklich sehr, sehr komplex sein. Ja, und anscheinend gibt es ja hier Mini-Easter Eggs und große Main Easter Eggs. Endboss und alles. Was war das? Runde ist vorbei. Aus irgendeinem Grund. Nee, hier ist rennt ein Zombie bei mir rum. Echt? Ja. Okay. Ich dachte, weil Runde 11. Ich habe die Kiste endlich gefunden. Ding gemacht hat. Ich habe die Random-Kiste gefunden. Ja, die hatte ich gerade auch mal gefunden zwischendurch. Boah, geil. Ich habe diese komischen Fallen. Nice. Was für Fallen? Black Holes. Black Holes, ach so. Oh. Ja, du kennst dich doch damit aus. Schwarzlochfallen habe ich. Schwarzlochschwanzfallen. Warte mal, was ist denn mit dem. Moment mal, wo ist das Biolab jetzt? Wie jetzt? Ach Gott, das werde ich doch niemals finden. Da war doch eine Tür, die erst aufging, wenn wir Strom haben, oder nicht? Ja, stimmt. Aber wo war die? Stimmt, du hast recht. Aber wo war die? Alter, du kommst hier an Räume. Jetzt bin ich in diesem Stromzimmer gelandet. Meint, ich bin jetzt gerade wieder draußen. Und hier kann man wieder jumpen. Und da jumpe ich hier hin. Und von hier aus bin ich bei einem Hebel gelandet. Ich glaube, hier war hier nicht das Biolab? Ich bin. Ah, ey, ich weiß nicht. Ich bin verwirrt. Biodome habe ich hier. Biodome ist nicht Biolab, oder? Oder ich. Doch, ich glaube, oder? Moment, hier geht's ins Biodome. Und Biodome ist. Das Ding, was wir halt vorhin geflutet hatten. Ja, Biodome ist hier dieser antike Ort. Biodome ist der antike Ort. Ja, ach so, okay. Wo es auch irgendwie in den Sex Dungeon geht. Alter, hier ist so ein Vigo Rush. Aber da wollen wir nicht hin. Wir wollen ja in diesen. Wo ich dieses vorhin komische, wo wir gesagt haben, ey, da geht eine Tür nicht auf. Wo wir halt da abgeflutet haben. Was gibt's denn hier noch? Die Monitore, funktionieren die mittlerweile? Nee. Jetzt bin ich wieder in dem Flutzimmer. Also da, wo wir zuerst geflutet haben. Ist es da nicht irgendwo gewesen? Ja doch, da. Hä, warte mal. Da, wo wir zuerst geflutet haben. Ja, genau. Ja, dann irgendwo hier. Da, wo das rote Kabel hinführte, ne? Irgendwo unten im Keller. Jemand hat irgendwas gesagt eben gerade. Ich habe jemanden reden hören. Eben gerade hat jemand irgendwas gesagt. Hallo? Hallo? Wer hat da gesprochen? Nein, eben gerade hat wirklich jemand. Hier, ich bin in irgend so einem komischen Raum. Alter, hier, komm mal hier das zu mir. Das ist die Tür. Bin unterwegs. Komm zu mir, hier ist irgendein Hebel. Und hier ist so ein komisches satanistisches Bild.
Ajo. Ajo. Achtung, okay. Ich drück mal hier. Alter, ich hab hier einen Schädel. Er sagt irgendwas mit Altar. Sollen wir zum Altar gehen mit dem Schädel? Ja, geh mal zum Altar. Ich schau mich hier noch im Raum ein bisschen um. Warte. Alter, geil, Mann. Wo war denn der Altar? Biolab. Biolab ist Altar. Wenn du ein Schild findest, Biolab, das war auch nicht weit. Ich bin ja vom Biolab gekommen. Boah, ich hab grad ein bisschen Nugi in der Hose. Ich komme hier nicht raus, ach da lang. Hallo, Biolab. Das ist die... Ey, guck mal, da hinten ist der Bohrer. Yo, Alter. Krasser Sheet. Keine Ahnung, warte, hier gibt's doch irgendwo hier, Cafeteria, Rezeption. Nein, wir sind völlig auf der falschen Seite. Biolab ist diese große Kuppel. Die muss dann irgendwo hier sein, bei der Kiste. Au. Alter, was ist das hier für ein Raum? Waren wir hier schon drin? Ich war hier schon mal drin, ja. Hier sind wir gerade rausgekommen auch. Aber hier geht's nichts vorum, oder? Nee. Nee. Hier, an der Seite geht noch irgendwo lang. Waren wir hier auch schon? Ich war hier schon mal, ja. Okay, warte. Lass mal hier hoch. Ne, aber von oben kommen wir nicht. Da kommen wir jetzt, glaube ich, wieder zum... Doch, hier. Biodom. Biodom. Okay, vielleicht müssen wir irgendwas... warte. Hier. Also das Altar ist schon mal ein Questgegenstand. Genauso wie der Korallenklumpen und Ventil. Ich habe den Schädel platziert. Okay. Seelen? Will der Seelen haben? Weiß ich nicht. Willst du es testen? Naja, warum nicht? Naja, ne? Dann teste mal. Entweder wir gehen jetzt drauf. Was ist das hier? Ach, Vigor. Vigor. Naja, warte, entweder... Näher. Ja. Ja, er will Seelen, alles klar. Die wollen immer Seelen. Ich wusste nicht mal, dass Zombies noch Seelen haben. Ich dachte, die wären eigentlich schon komplett leer gelutscht. Gib mir Seelensaft. Ja, jetzt müssen wir hier überleben, ne? Ja, die werden schon noch kommen. Naja, wir sind ja auch schon Welle 12.000. Oh Gott. Also hier wird's gleich richtig rund gehen. Ja, es wird ein richtiger Spaß. Es wird ein richtiger Manju. Ich mach mal hier, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Das habe ich schon so lange nicht mehr eingesetzt. Ja, mit rechts und links, ne? Mit beiden irgendwie. Nee, nee, das ist hier so eine Falle. Ich zieh da alle rein. Seelen gibt's trotzdem. Oh, nice. Eigentlich besser als ein Affe. Ach, das ist so ein... kein nicht von der Waffe, sondern so ein E-Gegenstand. Ja, ja, genau. Alter, er macht hier mit seiner Wavegun voll den Zores. Oh, hier unten zu sein, ist aber sehr unangenehm. Das Ding ist, glaube ich, schon voll. Ja. Ich habe den Schädel aktiviert. What? Was ist das? Ich gehe rein. Alter, wie... Was? Was ist jetzt los? Ey, kommt schon, Leute. Come on. Noch ein Tempel. Alter, hier kommen von allen Seiten böse Buben. Okay, was muss man hier drin machen? Ich weiß es nicht. Alter, hier, schau das mal an. Der leuchtet auch. Hä, was läuft hier? Du hast irgendwie eine Taschenlampe, deswegen leuchten die. Nein, guck doch mal über den Kopf. Das ist so ein Geist. Boah, diese Bodenbabys landen direkt vor einem. Richtig unfair, die kleinen Bangalows. Vorsicht, Vorsicht. Aber die gönnen sich keine Seelen. Alter, wie schnell sind die denn? Wie so Frösche, ne? Ja, ja. Ja, aber müssen wir denn hier Seelen sammeln? Nee, hier muss irgendwas platziert werden. Was wir nicht haben, hä? Was wir nicht haben. Ich geh mal zurück. Ey, das ist so... crank. Okay, bei mir gibt's maximale Munition. Na gut. Ja gut, jetzt haben wir halt ja hier schon ist mal auch etwas noch ein Landepad. Also muss hier auch noch irgendwo. Geht das Landepad? Nee, das ist ja nur zum Landen, nicht zum. Ach so, ja, stimmt.
Ey, ja, hier, du kommst irgendwie durch so ein Loch gefallen. Excavated part, was? Warning, Decompression irgendwo? Keine Ahnung. Aber es geht jetzt schon so rund. Wow, Alter. Guck mal, hier ist aber auch noch ein Pad, wo man landen kann in der Ecke. Ja, das habe ich doch gerade gesagt. Ach so, ich dachte, du meinst es in der Mitte, weil in der Mitte ist auch noch eins. Achtung. Geht auch über die ganze Karte, das Ding, ne? Schon geil, oder? Schwarze Löcher sind was Schönes. Ich habe ein Teil gefunden. Oh, wir können Schild bauen. An irgendeiner Werkbank. Ich hätte gerne hier den großen Stab Hamunaptra. Wie schnell die mir hier auf die Nase geben. Ich brauche echt eine bessere Waffe. Schneller nachladen, eigentlich auch mittlerweile ganz nett. Da ist wieder irgendwas. Keine Ahnung. Wir kriegen irgendwie hier die nautischen Dollar die ganze Zeit. Die nautischen Dollar. Alter, das ist geil. Heftig geil. Okay, richtig, wir können jetzt ein Schild bauen. Ja, aber was bringt der? Der bringt uns ja questmäßig nicht weiter voran, oder? Das weiß ich nicht. Ich habe die Karte ja noch nie gespielt. Hier ist ein Ventilator. Was ist das denn hier? Reserve Soda? Keine Ahnung. Ich hab mal einen gezurzelt. Ist ein Ventilator? Hab ich doch auch gerade gesagt. Hier ist wieder der Dude, ne? Der nackte Mann. Der nackte Dude? Hier war ich noch nie. Beim nackten Dude. Hier ist Mr. Naked Man. Jetzt müssen wir halt nur noch diese komischen... Ich meine, wir wissen ja auch jetzt immer noch nicht die Reihenfolge, oder? Nee. Ich habe auch noch nie aber irgendwas zum Druckern gefunden. Ding ist an. Puh, ey. Keine Ahnung. Tja. Hier ist Dr. Felix. Dr. Felix bringt uns aber gerade nix. Hier sind auch irgendwie vier komische Monitore. Die sind aber im Moment aus. Könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht irgendwas geht. Ich habe so viele Monitore gesehen in der Map. Es ist heftig. Im Endeffekt, ja. Oh! Müssen wir jetzt halt gucken. Wir müssen irgendwie an Ventil rankommen. Ich habe da gedrückt. Wo gedrückt? Achso, das hast du vorhin auch gedrückt. Dann hat sind er geredet, die Excavator oder? Denn aktiv? Ich habe hier gedrückt und jetzt blinkt's. Boah, ne, ich habe hier in der Mitte gedrückt. Hier in der Mitte war eins. Hä, jetzt blinkt's. Gibt's hier noch mehr? Ich habe drauf gedrückt und es hat bing bing gemacht. Und, oh. Warte mal. Hier sind mehrere Automaten. Wow, noch nicht gut, nicht gut. Ich werd böse angefasst. Oh. Keine Ahnung, vielleicht muss man hier eine Reihenfolge machen. Ne, ich habe hier gedrückt, bei dem hier. Aber eins blinkt. Heißt das, eins funktioniert, oder? Oder vielleicht das Gegenstück dazu jetzt im Startgebiet drücken dann oder so? Oh. Junge. Junge! Oh. Was geht hier ab? Oh! Was geht hier ab? Ich bin tot, komplett. Ja, weil hier ein Bohrer war. Okay, du wurdest einfach zerbohrt. Ich wurde einfach zerbohrt. Ich habe die Tür aufgemacht. Wiedersehen. Alter. Alter, what? Okay, das ist echt übel. Ey, wir müssen die Karte lernen. Wir müssen die wirklich lernen. Das ist nämlich echt heftig. Allein die Größe erschlägt dich ja. Schussverkauf. Nussverkauf? Oh ne, ich geh drauf. Ich habe auch keine gescheite Waffe mehr ab Welle 15. Hier drüben ist eine Kiste, vielleicht komme ich da hin. Oh. Alter. Unter Wasser nervt.
Weiß echt nicht, was passiert ist. Auf einmal war alles... Ja, da war ein Bohrer. Oh. Komm schon. Der Raketenlauncher. Rukete. Oh. Eine Galil. Die geht immer. Geilil. Geilil geht immer. Aber ich habe kein Money mehr. Zumindest nicht mehr genug. Alter, habe ich viele Zombies. Und das ist 15 jetzt. Alter, die hat ja brutal viel Schuss, oder liegt das am Perk? Da waren die 53 Schuss? Ich weiß es nicht. Boah, er macht weiter. Ohne Kopf. Er macht weiter, hört nicht auf. Er will es so intensiv. Okay, da bist du wieder. Da bin ich wieder. Hä? Wo bist du? Und du brauchst einen Taucheranzug und alles, ne? Ja. Eigentlich kann man ja dann nur im Startgebiet starten. Ja, ich bin in der Kammer gestartet, wo wir ganz am Anfang auch gestartet sind. Da, wo der schneller Wiederbeleben und so ist, ne? Nein, da, wo der Pack-a-Punch ist. Und kannst du punchen? Ist der an? Habe ich jetzt nicht geguckt, ich habe kein Geld. Okay, warte mal, hier drüben ist Stamina, oder? Ja, ich glaube, das hole ich mir mal. Ich glaube, das wird mir sehr gut tun. Warte, hier ist so ein Geysir. Alter, ich bin am Arsch. Ich bin so am Arsch. Ich habe leider hier auch nicht mehr diese coolen schwarzen Löcher. Boah, nee, Alter, die kommen jetzt aus allen Ritzen hier raus. Das ist sehr unangenehm unter Wasser. Ja, wir müssen jetzt erstmal in Ruhe ansehen, wann das, was mit dem Easter Egg. Und dann gibt es ja diesen Bohrer auch noch. Und, ne? Ja, der wird wahrscheinlich auch Teil des Easter Eggs sein, weil der ist ja auf diesem komischen Panel mit drauf. Boah, nee. Nee. Ui, knapp. Oh. Ich komme aber nicht zu dir, das ist unmöglich. Die kommen aus allen Gängen raus. Und das ist eh nix, ne? Nee, ich hab nix. Nee, die kommen hier dauernd aus diesem verkackten Gang. Ich komme nicht zu dir. Taucheranzug habe ich. Guck mal hier, die Galil, die schenkt ewiges die Leben. Ist, die ist geil. Jetzt hätte ich dich. Jetzt kann ich dich holen. Gut, ich bin aber nicht mehr da. Aber ich will mein Startgebiet. Weil vielleicht können wir jetzt irgendwas an diesem komischen Executioner-Dinger machen. Ach so, jetzt wo du es unten angepinkt hast, mäßig, ne? Nee, hier geht's nicht. Nee. Weil hier draußen ist ein Bohrer abgebildet. Hier. Hä? Hier kann ich auch jetzt was auswählen. Das geht schon von Anfang an. Echt? Das sind so Quests, ja, ja. Ach, shit. Ja, hier draußen bist du RIP. Gut, das war der erste Versuch, aber wir werden das Ding rocken, definitiv. Lass eine kleine, schmantige Bewertung da. Die Karte ist ultra fett und riesig und Props an die Leute, die das entwickelt haben. Heftig, einfach nur heftig. Geile Menschen, geile Menschen. Sehr, sehr geile Menschen. Und tschüss! Wiedersehen!